Das ist ihre tägliche Andacht aus dem Buch Maranatha. Der Herr kommt, geschrieben von Ellen G. White. Segensworte für die Wachsamen. Selig sind die Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend findet. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich schürzen und wird sie zu Tisch bitten und kommen und ihnen dienen. Lukas 12, Vers 37. Gott hat zu allen Zeiten die Menschen vor kommenden Gerichten gewarnt. Alle, die seiner Botschaft für ihre Zeit vertraut und ihren Glauben im Gehorsam gegen seine Gebote ausgelebt hatten, entgingen den Gerichten, die über die Ungehorsamen und Ungläubigen hereinbrachen. Noach erhielt die Anweisung, geh in die Arche, du und dein ganzes Haus, denn dich habe ich gerecht erfunden vor mir zu dieser Zeit. Noach gehorchte und wurde gerettet. An Lot erging das Wort, macht euch auf und geht aus diesem Ort, denn der Herr wird diese Stadt verderben. 1. Mose 7, Vers 1, beziehungsweise 1. Mose 19, Vers 14. Lot stellte sich unter den Schutz der himmlischen Boten und wurde gerettet. Auch Christi Jünger wurden vor der Zerstörung Jerusalems gewarnt. Alle, die auf das Zeichen des kommenden Unheils achteten und aus der Stadt flohen, entgegen dem Untergang. Und genauso werden wir heutzutage vor der Wiederkunft Christi gewarnt und vor der Zerstörung, die über die Welt hineinbrechen wird. Alle, die die Warnung beachten, werden gerettet werden. Weil wir die genaue Zeit seines Kommens nicht kennen, wird uns Wachsamkeit befohlen. Selig sind die Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend findet. Lukas 12, Vers 37. Alle, die nach dem Kommen des Herrn Ausschau halten, warten nicht untätig. Die Erwartung der Wiederkunft Christi soll die Menschen dazu bringen, Gott ernst zu nehmen und seine Gerichte, die auf die Gesetzesübertretung folgen, zu fürchten. Die Erwartung der Wiederkunft Christi soll die Menschen dazu bringen, Gott ernst zu nehmen und seine Gerichte, die auf die Gesetzesübertretung folgen, zu fürchten. Sie soll ihnen die große Sünde, seine Gnadesangebote zurückzuweisen, bewusst machen. Alle, die auf den Herrn warten, reinigen ihre Seele, indem sie der Wahrheit gehorchen. Stete Wachsamkeit verbinden sie mit ernster Arbeit. Weil sie wissen, dass der Herr vor der Tür steht, ist ihr Eifer erwacht. Sie sollen mit den vernunftbegabten himmlischen Wesen für die Rettung von Seelen zusammenarbeiten. Die sind die zuverlässigen und klugen Diener, die dem Haushalt des Herrn zur rechten Zeit geben, was ihnen zusteht. Lukas 12, Vers 42. Sie verkündigen die Wahrheit, die für diese Zeit besonders gilt, so wie Henoch, Noah, Abraham und Mose jeweils die Wahrheit für ihre Zeit weitersagten, so lassen die Diener Christi heute den besonderen Warnruf für ihre Generation ergehen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag. Gott mit uns.